Morgen, ihr lieben Schwerteddys. Heute ist wieder Cheat Day und ich freue mich ganz besonders, denn heute ist der eine Tag in der Woche, an dem ich alles essen darf, was ich möchte und Pause von meiner sonst strengen Slow Carb Diet mache. Nun, letzte Woche habe ich Original Chocolate Chip Cookies vorbereitet, die super weichen, super chewy, mit weichen Kern, original amerikanische Chocolate Chip Cookies. Link ist unten in der Beschreibung noch einmal für alle, die es nochmal ausprobieren möchten. Heute mache ich etwas Ähnliches, und zwar Schoko Brownies, und zwar die super weichen, auch wiederum aus derselben Küche. Die super weichen Brownies mit Schokoüberguss. Richtig, richtig lecker. Ihr merkt schon, dass mein Rezeptmuster ist sehr, sehr ähnlich. Ich mag diesen weichen Kern. Um jetzt nicht lange in die Kamera zu sprechen, möchte ich euch erstmal alle Bestandteile im Einzelnen zeigen. Hier habe ich, wie es sich für eine semi-professionelle Backstube hier auf YouTube gehört, alles vorbereitet. Fangen wir oben an. Da haben wir Zucker, und zwar 400 Gramm, Butter 320 Gramm, Mehl 270 Gramm. Dann haben wir hier Zartbitterschokolade. Bitte verwendet wirklich die Zartbitterschokolade, die ist ganz, ganz wichtig für den Geschmack. Dann haben wir hier 5 Eier, Vanilleextrakt, Kaffee in der Menge 65 Milliliter, und dann haben wir zu guter Letzt die Bestandteile für den Schokoguss. Erstens einmal Wasser, und zwar 45 Milliliter, muss natürlich warm sein. Dann hier Kakao in der Menge 30 Gramm, und hier sollte im Normalfall Puderzucker sein. Leider habe ich es versäumt, das gestern zu kaufen, deswegen nehme ich heute normalen Zucker. So, fangen wir an. Als allererster Schritt nehmen wir die Butter, dann den Zucker und Kaffee und erhitzen das Ganze auf mittlerer Hitze und lassen das Ganze schmelzen und kurz aufkochen. So, wir fangen mit dem Schmelzen an, wie gesagt auf mittlerer Hitze, in meinem Fall Stufe 6, je nachdem wie viele Stufen ihr auf dem Herd habt. Wir haben jetzt das fertige Zucker-Butter-Kaffee-Gemisch und fügen jetzt die Zartbitterschokolade ein, bis das Ganze schmilzt. So, nachdem wir das Ganze jetzt ein wenig verrührt haben, fügen wir unseren Vanillezucker hinzu. An der Stelle, ich habe, so, das sollte ausreichen, noch ein wenig. Ich habe für die Butter als Butter gesalzene Butter genommen. Solltet ihr normale Butter ohne Salz nehmen, kann man natürlich hier jetzt an der Stelle auch noch einen Teelöffel Salz hinzufügen. So, das Ganze kippen wir jetzt in eine große Rührschüssel. Und fangen an, nacheinander die Eier hinzuzufügen. So, zu guter Letzt fügen wir Mehl hinzu. So, mir ist jetzt vorhin ein kleiner Fehler untergelaufen. Ich habe vergessen, Schokokakao zu erwähnen. Ist aber ganz wichtig, das sind 80 Gramm nochmal Schokokakao. So, an der Stelle will ich noch erwähnen, müsste man dann die Nüsse einfügen, wenn man welche haben möchte. Ich möchte jetzt keine, da ich eine Nussallergie habe. Nicht auf alle Nüsse und auch nicht auf gebackene Sachen, aber ich möchte die dennoch meiden. So, wenn euch jetzt ein Butterwürfel übrig geblieben ist, müsst ihr das Backblech vorher einfetten
und einem Stück Butter. So, wenn das einmal geschafft ist, nehmen wir unser Backpapier, verteilen das dann schön in den Ecken. So, als letzter Schritt in der ganzen Backgeschichte hier fügen wir den Teig hinzu. Jetzt legen wir die vorbereitete Form in den vorgeheizten Backofen. Das Ganze auf 180 Grad Celsius 25 Minuten lang backen lassen. Der Teig sollte eigentlich fertig gebacken sein. So. Jetzt ein Stichchen-Test. Wunderbar, es bleibt ein wenig hängen, ansonsten ist der Teig fertig. Wir nehmen den ganz schnell raus, kühlen den anschließend ab. So, nachdem wir den Brownie-Teig gebacken haben und das Ganze abgekühlt ist, circa 5 Minuten lang, machen wir Folgendes. Wir machen jetzt auch noch die Glasur. Und für die Glasur brauche ich 3 Zutaten. Zuckerpuder im Normalfall. Ich habe hier normalen Zucker. Dann hier Kakao und 65 Milliliter Wasser. So, jetzt machen wir die Glasur. Dazu nehmen wir eine große Schüssel, fügen die Bestandteile hinzu, Zucker und jetzt brauchen wir Wasser. Vermischen das Ganze. Wir nehmen den Brownie-Kuchen und nehmen die Glasur, die fertige, und verteilen die Schokolade gleichmäßig. Und fertig ist der Brownie-Kuchen. Jetzt müssen wir noch kurz abwarten und das Ganze in quadratische Stücke schneiden. So, jetzt ist der Brownie-Kuchen abgekühlt und wir können das Ganze aus der Form entfernen und in Stücke schneiden. Verdammt lecker.